Dancing Stars. Gestern waren die Könner dran, also die Damen, und stellten sich erstmals dem Voting. Und doch war dieser Anfang für jemand von ihnen schon wieder das Ende. Alfons oder Christine Kaufmann. Als hätte der ORF hier Regie geführt. Drama im Finale mit Happy End für Alfons und Vadim. Ein Bild, das alles sagt. Wie nervös er vor dieser Entscheidung war, zeigte sich 2 Stunden vorher. Mama Haider kennt ihren Liebling seit 53 Jahren und weiß, dass er in dieser Situation ihre Nähe braucht. Wir dürfen uns ihr anschließen. Deiner wahren Dame klopfen noch vorher an. Lässig wie sein Outfit ist er nicht, und wenn er vor der Kamera noch so sehr um Coolness bemüht ist. Entschuldige, was soll mir noch passieren, der Eiterbeule der Nation? Das Verunkel der Nation, was soll mir noch passieren? Nichts kann mir passieren. Es werden Kinder weggesperrt werden heute, es werden Autofahrer herumfahren im Gras, die werden narrisch werden, weil heute mit einem Mann tanzen. Feschak Roman Raffreiter zitterte zeitgleich um das Weiterkommen seiner Katie. Goalgetter Roland Linz ist nur einer seiner Freunde, die er zur Unterstützung herbeirief. Nervöser als sonst, der coole Anchorman. Also komischerweise schon, klingt jetzt ein bisschen doof und glaubt wahrscheinlich niemand, aber es ist ja heute der D-Day für die Katie. Also heute ist der allerwichtigste Tag. Morgen ist dann wurscht und nächsten Freitag ist nichts, übernächsten Freitag ist auch wurscht. Wenn sie heute rausfliegt, haben wir eine massive Einschränkung meiner Lebensqualität oder unserer Lebensqualität. Und das gilt es zu verhindern. Deswegen haben wir die Verrückten alle mitgenommen. Wir müssen heute richtig Gas geben. Ja, zu Hause sitzen und voten. Ja, das kann man ja trotzdem. Ja, man darf ja in der Pause dann, da gibt es ja eine Voting-Pause, darf man ja das Handy zücken. Nicht während der Sendung. Ja. Goalgetter Roland Linz, hast du das Handy mit? Natürlich, also wir werden Sie natürlich unterstützen hier. Am Blackberry. Am Blackberry natürlich. Und wir hoffen natürlich... Ja. Aber was meinst du sowieso? Die geht ja eh von Anfang an. Wir haben alle schon eingespeichert. Die Frage ist, aber weißt du, das darf man öfters SMSen? Darf ein Mensch. Was ist denn da bei dir los in der Hose? Oh, schau mal. Da bewegt sich immer was. Ausgangsfans, bitte merkt euch Uwe Kröger. Er ist Rapid-Fan. Also wenn Sie ihn raushaben wollen. Naja, eigentlich dachte ich, er schaut aus wie ein Liegestuhl. Der hing in der Garderobe, ich habe ihn angezogen. Sonst würde ich ja nackt durch die Gegend laufen. Das will auch keiner sehen. Du bist doch kein eitler Mensch. Na, überhaupt nicht. Genauso wenig wie du. Und weil wir schon bei den Eitelkeiten sind, hip ist, wer mehr blaue Flecken hat. Zeig mir dein WW, ich zeig dir meins. Nur wegen der Versicherung, haben wir es aufgemalt. Ich wo ist dein WW? Mein WW ist auf den Beinen, aber es ist schon besser geworden. Also man sieht da jetzt, ich gehe halt so wenig wie möglich in die Schuhe, weil die Schuhe sind ein Wahnsinn. Aber es ist bei mir schon besser geworden. Ich kann mich schon ein bisschen besser bewegen. Kann schon über die Stirn runtergehen. Und vor allem, Novak hat durch das regelmäßige Tanztraining deutlich abgespeckt. Wer ihn im Anschluss an Dancing Stars in die Lottosieger sieht, merkt das. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Zeit, dass ich mich auf die Waage stelle. Vielleicht habe ich ein bisschen ab. Aber die Lottosieger stimmt, da habe ich ja. 5 Kilo abgenommen. Alarmschädel. Er wird nur deppert, die ganze Zeit, bitte, das ist unerträglich, diesen Schmäler auf dem Auftritt zu warten, das hält nicht aus, der hält nie die Button. Ich will mich konzentrieren und die ganze Zeit hat er die Goschen offen, das ist unerträglich, wirklich. Wenn diese 2 so gut tanzen, wie sie quatschen, dann sind schon Profitänzer. Der Choreograf, der TV-Premiere mit einer Kopfkamera, das Training zu den bevorstehenden Salsa-Tänzen begleitete. Die Hula-Hoop-Reifen waren gedacht, ein bisschen als Hilfe, also Hüftlockerung zu üben. Und wie wir gesehen haben, bei den Mädchen funktioniert es auch, bei den Jungs halt. Schierch. Aber wie schön es letztendlich aussieht, zeigt sich in der Show. Katie Zimmermann, zum Weinen schön. ORF-Regisseurin Heidi Hasche konnte nicht umhin, den zu Tränen gerührten Roman prominent ins Bild zu rücken. Du bist Anchorman, du verkaufst Tragödien im Fernsehen. Und das magst du souverän. Aber dann hast du bei so etwas Banalem wie Dancing Stars Tränen in den Augen. Nicht bei der Katastrophe in Japan. Hatte ich auch schon Tränen in den Augen bei der Katastrophe in Japan, aber das sind ja komplett andere Tränen. Ja, und da muss man es natürlich, und das gelingt einem auch, das ist, ich weiß nicht, irgendwie gibt es einen Hebel, erfordert wohl auch die Professionalität.
und die Objektivität auch, weil keinen Menschen interessiert, was ich denke, das zurückzuhalten. Aber das hier sind ja komplett andere Tränen. Das ist ja viel leichter. Auch zu vergießen und natürlich auch tut man es viel lieber, das Ding vergießen. Also da habe ich eigentlich keine Hemmung und ich glaube, außerdem bin ich ja nicht als Nachrichtenmensch hier, sondern als Freund. Das macht dich ja auch sympathisch. Außerdem bist du hier privat und sonst machst du deinen Job. Das ist doch rührend, oder? Wie er das aufgenommen hat. Ich war sehr überrascht. Also der Roman ist jetzt kein Mann, der Probleme hat, Gefühle zu zeigen, sonst hätten wir ein Problem. Aber das natürlich von Millionen von Leuten im Fernsehen zu tun, ist wieder eine andere Geschichte. Aber es ging offenbar nicht anders. Es war auch keine Show oder so. Es passierte halt einfach. Wir wollen haben, dass du gewinnst, echt? Um den Roman Raffreiter platzen zu sehen. Platzen? Na, also die Kette kennt, schaue ich mir ja Liebesfilme an. Also sie weiß schon. Also ich habe ihn nicht gezwungen, diese, wie nennt man das? Die Freudentränen, die kann ich sehr gut. Mit denen kann ich richtig gut inzwischen umgehen und ich habe jetzt auch keine Hemmung. Die traurigen Tränen, zu denen hat sie mich noch nie gezwungen. Lassen wir mal beiseite. Die große Überraschung des Abends für viele war aber sie. Volksmusikerin Astrid Wirtenberger. Ein Springginkerl, ein Tausendsasser, ein Wirbelwind, eine Sexbombe, eine Größe am Parkett. Du schaust so groß aus im Fernsehen. Ja? Ich habe immer hohe Schuhe, aber ja, die sind halt nieder, die sind nicht hoch. Ah, das sind die niedrigen? Wie groß bist du wirklich? Ja, ich bin klar. Ja, 1,58. Ja. Mein Papa hat immer gesagt, ich soll nicht wachsen, sonst muss ich arbeiten, wenn ich groß bin. Nicht mehr arbeiten muss am Tanzparkett Christine Kaufmann. Sie sagte schon im Vorfeld, sie sei froh, wenn alles vorüber ist. Aber gleich nach der ersten Vorstellung ist dann doch ein bisschen bitter. Ich glaube, dass ich aufgeregt war und ich habe meine Füße unter seine getan. Und es waren natürlich auch technische Fehler. Und auch die Haltung, die haben schon recht gehabt in der Jury. Ich finde bloß, dass es war ein großes Kompliment, dass die Russin uns seinen hohen Punkt gegeben hat, weil sie die Einzige ist, die ich wirklich respektiere. Die Russin heißt übrigens Karina Sakisova und auch ihr ist der Name der Tänzerin entfallen. Ich fand die Dame ehrlich gesagt die einzige Dame hier. Sie trägt ihren Kopf mit solcher Würde und sie tanzt mit so einem Stolz, das heutzutage selten zu sehen ist. Sie ist diejenige Frau, zu deren Füßen man Blumen schmeißen möchte und ihr Diamanten schenken. So wie sie sich benimmt, man kann von ihr nur lernen eigentlich. Sie ist so elegant und ästhetisch und das hat mich einfach umgehauen. Ich würde gerne sie weiterhin sehen und von ihr was lernen, aber leider. Der Tanz der Männer, Geschmackssache. Aber dem Publikum gefielen Alfons und Vadim besser als die Diva. Erleichterung nach dem dramatischen Finale. Ich habe es nicht geglaubt. Also danke, danke, danke. Das zeigt, unsere Österreicher sind viel, viel, viel weiter, als wir angenommen haben. Da warten wir bestätigen. Ich habe es gewusst. Sagt das allen Zuschauern von Chile. Dominik Heinzel hat gewusst, dass es genauso ausgehen wird. Und Dominik Heinzel ist jetzt wieder eine dramatische Woche dem näher, was er nicht will, nämlich mit mir tanzen. Tanz gern mit ihm. Ja. Einer Dame kann man nichts abschlagen. Alter, wenn du einen Namen da sagst, flackert der Dame auch nicht aus der Chili. Jetzt können sich die 10 Finalisten mal ausruhen. Nächste Woche wird nicht gewalzt, da wird getrippelt. Österreich spielt gegen Belgien und gewinnt 2:1. Wetten das? Um 20:15 Uhr in ORF 1 Thomas Gottschalk kommt. Spannende und gute Unterhaltung dabei. Bis morgen.